Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan für Vatican Media. Willkommen zur Übertragung des Angelusgebets mit dem Heiligen Vater Papst Franziskus vom Petersplatz in Rom, heute am 23. Januar 2022, dem dritten Sonntag im Jahreskreis und Sonntag des Wortes Gottes. Am Mikrofon für Vatican News begrüßt Sie Melanie Rosenbaum. Zunächst einen herzlichen Gruß an alle, die uns über die Webseite www.vaticannews.va, die Apps oder bei YouTube oder unserer Facebook-Seite zuhören und zuschauen. Und insbesondere auch an alle, die uns jetzt über unsere Partnersender mitverfolgen. Wir sind verbunden mit Radio Horeb, Radio Maria Österreich und Schweiz, Radio Gloria und den katholischen Fernsehsendern EWTN TV und KTV Fernsehen. Herzlich willkommen. Noch ein Hinweis direkt vorab, die Zusammenfassung dieser Übertragung, Infos über Termine und Aktivitäten des Heiligen Vaters und die Texte seiner Ansprachen und Predigten finden Sie immer auf unserer Homepage sowie in unserem Newsletter, den Sie dort kostenlos bestellen können oder auf unserer Facebook-Seite. Papst Franziskus hat hier heute Morgen schon um 9.30 Uhr einen Gottesdienst, eine Heilige Messe gefeiert zum Sonntag des Wortes Gottes, das er vor 3 Jahren eingeführt hat in die Universalkirche als sozusagen katholischer Bibelsonntag. Denn er möchte, dass dieser Sonntag eine eigene Feier für das Nachdenken und Verbreitung des Wortes Gottes ist. Die Entscheidung, diesen Sonntag einzurichten, hat er begründet damit, dass ganz viele Gläubige ihn darum gebeten haben, einen Sonntag zu schaffen, einen Sonntag dem Kirchenjahr, dem Wort Gottes zu widmen, damit die Kirche die Handlung des Auferstehenden wieder erfährt und eben diesen Schatz dieses Wortes erschließt. Ein Hinweis für die deutschen Zuhörer. In Deutschland wird der Sonntag des Wortes Gottes als ökumenischer Bibelsonntag erst nächsten Sonntag gefeiert. Aber Papst Franziskus hat damals vor 3 Jahren empfohlen, dass an diesem Sonntag auch die Beauftragung zum Lektorat oder einem ähnlichen Dienst erteilt werden könnte, um die Bedeutung der Verkündigung des Wortes Gottes in der Liturgie nochmal in Erinnerung zu rufen. Und genau das hat er heute Morgen auch gemacht. Er hat nach Evangelium und Predigt 6 Frauen und 2 Männern den Dienst des Lektors, also das Vortragen der Lesungen, als dauerhaften Dienst übertragen. Eine Novität, weil das Lektorat bisher zwar ein Laiendienst war, durch kirchliche Beauftragung in einem liturgischen Akt übertragen wurde, aber eben bisher eigentlich konnte das nur an Männer geschehen. Und Papst Franziskus hat ein Wort, das Wort männlich im Kirchenrecht im Kanon 230 gestrichen, sodass auch jetzt Frauen als auf Dauer beauftragte Lektorinnen und Akolytinnen dienen dürfen. Auch wenn man in den deutschsprachigen Gebieten de facto immer kurzfristige Beauftragungen hatte, eben dieses stabile Zuteilen dieses Dienstes hat es bisher nicht gegeben. Papst Franziskus hat aber nicht nur Lektoren ernannt heute Morgen, sondern auch Katecheten eingeführt. Einen neuen Dienst, den er geschaffen hat, als Fundament, genau wie der Lektor, das gemeinsame Getauftsein hat und sich vom Weiheamt eben wesentlich unterscheidet. Auch dieser Dienst auf Dauer zum Wohl der Ortskirche, wo sie für die Verkündigung und Weitergabe des Glaubens Mitverantwortung zu tragen haben und in Zusammenarbeit mit den Hirten und unter deren Leitung wahrnehmen sollen. Sie sollen katechisieren, das heißt, das Geheimnis Christi in all seinen Dimensionen erforschen und zu Begegnen führen. Und jetzt kommt Papst Franziskus ans Fenster und wird uns das Tagesevangelium auslegen. Wir haben heute in der Messe aus dem 4. Kapitel des Lukas-Evangeliums gehört. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag. Im Evangelium der heutigen Liturgie sehen wir, wie Jesus seine Verkündigung beginnt. Die erste Predigt Jesu. Er geht nach Nazareth, wo er aufgewachsen ist, und nimmt am Gebet in der Synagoge teil. Er steht auf, um zu lesen, und findet in der Schriftrolle des Propheten Jesaja den Text über den Messias, der den Armen und Unterdrückten eine Botschaft des Trostes und der Befreiung verkündet. Am Ende der Lesung waren die Augen aller in der Synagoge auf ihn gerichtet.
Und Jesus beginnt mit den Worten: Heute hat sich das Schriftwort erfüllt. Bleiben wir einen Moment bei diesem Heute. Es ist das erste Wort der Verkündigung Jesu, das im Lukas-Evangelium aufgezeichnet ist. Vom Herrn ausgesprochen, weist es auf ein Heute hin, das alle Zeitalter überschreitet und immer gültig bleibt. Das Wort Gottes ist immer heute. Es beginnt ein Heute. Wenn du das Wort Gottes liest, beginnt in deiner Seele ein Heute, wenn du das gut machst. Heute. Die Prophezeiung Jesajas liegt Jahrhunderte zurück, aber Jesus, erfüllt von der Kraft des Geistes, macht sie aktuell und bringt sie zur Vollendung. Und er zeigt den Weg an, wie man das Wort Gottes empfangen soll. Heute. Nicht wie eine alte Geschichte, sondern heute. Heute spricht dein Herz. Die Landsleute Jesu sind von seinen Worten beeindruckt. Auch wenn sie ihm, vernebelt durch Vorurteile, nicht glauben, erkennen sie, dass seine Lehre anders ist als die der anderen Lehrer. Sie spüren, dass Jesus mehr zu bieten hat. Was? Das ist die Salbung durch den Heiligen Geist. Manchmal kommt es vor, dass unsere Predigten und unsere Lehren allgemein und abstrakt bleiben, dass sie die Seele und das Leben der Menschen nicht berühren. Warum? Weil ihnen die Kraft dieses Heute fehlt, dass Jesus durch die Kraft des Geistes mit Sinn erfüllt. Heute. Heute spricht er mit dir. Man kann tadellose Konferenzen, gut strukturierte Reden hören, aber sie bewegen das Herz nicht und so bleibt alles beim Alten. Und ich sage es mit Respekt, aber auch mit Schmerz. Viele Predigten sind abstrakt. Und anstatt die Seele zu erwecken, lassen sie einschlafen. Wenn die Gläubigen anfangen, auf die Uhr zu schauen, oh, wann hört der auf, dann schläft die Seele ein. Die Verkündigung steht in dieser Gefahr. Ohne die Salbung des Geistes verarmt das Wort Gottes, verfällt in Moralismus und abstrakte Begriffe, stellt das Evangelium aus der Distanz dar, als sei es aus der Zeit gefallen, weit weg von der Wirklichkeit. Aber das ist nicht der Weg. Aber ein Wort, in dem nicht die Kraft des Heute pulsiert, ist Jesu nicht würdig und hilft dem Leben der Menschen nicht. Deshalb sind diejenigen, die predigen, die Ersten, die das Heute Jesu erfahren, um es im Heute der anderen weitergeben zu können. Und wenn man Schulen und Konferenzen machen will, dann kann man das anderweitig machen, aber nicht in der Predigt, wo man das Wort Gottes so predigen muss, dass es das Herz anrührt, aufrüttelt. Liebe Brüder und Schwestern, an diesem Sonntag des Wortes Gottes möchte ich allen Predigern und Verkündigern des Evangeliums danken, die dem Wort, das das Herz aufrüttelt, treu bleiben, die dem Heute treu bleiben. Beten wir für sie, dass sie das Heute Jesu leben können, die süße Kraft seines Geistes, die die Heilige Schrift lebendig macht. Das Wort Gottes ist in der Tat lebendig und wirksam. Es verändert uns. Es dringt in unsere Angelegenheiten ein. Es erhält unseren Alltag. Es tröstet und bringt in Ordnung. Denken wir daran, das Wort Gottes verwandelt jeden gewöhnlichen Tag in das Heute, in dem Gott zu uns spricht. Nehmen wir also das Evangelium in die Hand. Jeden Tag einen kleinen Abschnitt, den wir lesen und wieder lesen, in aller Ruhe. Tut's in die Tasche, in die Hosentasche auf der Reise, damit ihr es lesen könnt. Und lest es in aller Ruhe. Mit der Zeit werden wir entdecken, dass diese Worte speziell für uns, für unser Leben gemacht sind. Sie werden uns helfen, jeden Tag mit einer besseren und gelasseneren Einstellung zu begrüßen. Denn wenn das Evangelium in das Heute eintritt,
wird dies mit Gott erfüllt. Ich möchte euch einen Vorschlag machen. An den Sonntagen dieses liturgischen Jahres wird das Lukas-Evangelium, das Evangelium der Barmherzigkeit, verkündet. Warum lesen wir es nicht auch persönlich? Alles. Jeden Tag einen kleinen Abschnitt. Einen kleinen Abschnitt. Machen wir uns mit dem Evangelium vertraut. Es wird uns die Neuheit und die Freude Gottes bringen. Das Wort Gottes ist auch das Leuchtfeuer, das den synodalen Prozess, der in der ganzen Kirche begonnen hat, leitet. Während wir uns bemühen, einander mit Aufmerksamkeit und Unterscheidungsvermögen zuzuhören, denn es geht hier nicht um eine Meinungsumfrage, sondern um Unterscheidung, lasst uns gemeinsam auf das Wort Gottes und den Heiligen Geist hören. Möge die Gottesmutter uns die Beständigkeit geben, uns jeden Tag vom Evangelium zu nähren. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix, digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo modo Domine, mentibus nostri si infunde, ucchi angelo nunziante, Cristi Fili Tui, incarnazione coniovim, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, liebe Brüder und Schwestern, gestern sind in San Salvador die jesuitischen Priester Padre Rutilio Grande, der Priester Cosmas Passotto und zwei Begleiter selig gesprochen worden, Märtyrer des Glaubens. Sie sind immer an der Seite der Armen gewesen und haben das Evangelium bezeugt, die Wahrheit und die Gerechtigkeit bis zur Vergießung des Blutes. Ihr heroisches Beispiel möge in uns allen den Wunsch hervorrufen, mutige Bringer des Friedens zu sein. Ein Applaus für die neuen Seligen. Ich verfolge mit Besorgnis das Ansteigen der Spannungen, die eine Bedrohung des Friedens in der Ukraine darstellen können und eine Bedrohung der Sicherheit des europäischen Kontinents mit großen Folgen. Ich mache einen Appell von Herzen an alle Menschen guten Willens, damit sie zu Gott ihre Gebete erheben, damit er
Bewirke, dass alle politischen Aktionen im Dienste der menschlichen Gemeinschaft sei und nicht den Einzelinteressen von Parteien. Wer eigene Interessen zum Nachteil anderen verfolgt, wird seiner Berufung als Mensch nicht gerecht, denn wir sind alle als Brüder, als Geschwister geschaffen. Und das und mit Besorgnis angesichts der aktuellen Spannungen schlage ich vor, dass am nächsten Mittwoch, am 26. Januar, sei ein Gebetstag für den Frieden. Im Zusammenhang mit der Gebetswoche für die Einheit der Christen habe ich den Vorschlag angenommen, der von vielen Seiten an mich herangetragen wurde, und habe den heiligen Irenäus von Lyon zum Kirchenvater ernannt. Die Doktrin, die Lehre dieses heiligen Meisters ist wie eine Brücke zwischen Ost und West. Und deshalb nennen wir ihn Doctor Unitatis, Doktor der Einheit. Er möge bei Gott für uns eintreten, dass wir alle zusammenarbeiten für die volle Einheit der Christen. Und jetzt richte ich meine Grüße an euch alle, liebe Gläubigen, kommen aus Italien oder aus anderen Ländern. Ich begrüße besonders die spirituelle Familie der Diener des Leidens, i servi della sofferenza, die Pfadfinder Ajeshi aus dem Latium, und ich sehe auch, dass es Argentinier hier gibt, die begrüße ich auch, und auch natürlich die Kinder der Immaculata. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Bitte vergesst nicht, für mich zu beten. Gesegnete Mahlzeit und auf Wiedersehen. Und mit dem Eviva il Papa geht nun das Angelusgebet mit dem Heiligen Vater Papst Franziskus vom Petersplatz in Rom heute am 23. Januar 2022 zu Ende. Es ist der Sonntag des Wortes Gottes, den wir heute gefeiert haben mit Papst Franziskus zusammen. Noch ein Hinweis zum Programm der Woche. Wir übertragen natürlich auch am kommenden Sonntag wieder das Angelusgebet und am Mittwoch die Generalaudienz. Aber schon am Dienstag übertragen wir den Abschluss der Gebetswoche für die Einheit der Christen. Papst Franziskus feiert die Vesper in St. Paul vor den Mauern am 25. Januar um 17.30 Uhr. Und wir werden sehen, welche Gestalt der eben angekündigte neue Gebetstag um den Frieden am 26. Januar am Mittwoch haben wird. Übertragen wir immer mit deutschem Kommentar, eine herzliche Einladung. Und sollten Sie die Übertragung der Papstmesse zum Wort Gottes Sonntag heute Morgen um 9.30 Uhr verpasst haben, können Sie auch diese, wenn Sie wollen, auf unserem YouTube-Kanal finden. Dort finden Sie auch die Zusammenfassung dieser Übertragung, Texte und Ansprachen und Infos über Termine und Aktivitäten. Und dort können Sie auch unseren Newsletter kostenlos bestellen. Vielen Dank, dass Sie uns heute zugehört und zugeschaut haben, direkt über unsere Partnersender. Wir waren verbunden mit Radio Horeb, Radio Maria Österreich und Schweiz, Radio Gloria und den katholischen Fernsehsendern EWTN TV und KTV Fernsehen. Ich wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Sonntag. Am Mikrofon durfte Sie begleiten für Vatican News Melanie Rosenbaum. Hier war Radio Vatikan für Vatican Media. Laudetur Jesus Christus.